Holy Stone Healing Center ist auch ein Ort für Unternehmer, für gestresste Menschen, für viel arbeitende Menschen, die einfach zur Ruhe kommen wollen, die Stille brauchen. Man muss nicht krank sein, um hierher zu kommen. Das ist so ein Kraftort, so ein Ort der Erholung. Ja. Ich hatte ein Unternehmerpaar aus München da, die waren am Anfang ganz unsicher. So, ach, wir sind nicht spirituell genug oder was findet hier statt? Ja. Müssen wir spirituell sein? Da wäre schon die erste Frage, was bedeutet Spiritualität eigentlich? Hat nicht jeder seit Geburt an dieses göttliche Licht in sich, das sich dann im Laufe des Lebens, wie auch immer, zu einem guten Bauchgefühl entwickelt und bei manchen sich mehr und mehr ausprägt, muss aber nicht. Ja. Es ist, wie es ist. Es ist immer gut, so wie es ist. Und Veränderung ist Leben. Leben ist Veränderung. Und die zwei, die waren so dankbar. Die sind so genial hier. Also ich habe so ein geniales Feedback Auge in Auge von den beiden bekommen, dass nur nirgendwo, in keinem Fünf-Sterne-Tempel, natürlich ist es toll, man geht auch gern hin in diese Fünf-Sterne-Wellness-Tempel und hier und da und tolle Hotels und tolle Orte auf der Welt. Also so haben sie es mal erklärt und so empfinde ich das aber selber auch, ja. Und dann sagen sie, nur nirgendwo haben sie diesen Effekt der inneren Ruhe und dieser Balance und dieses einfach dem Runterkommen, diesem totalen Abschalten, diesem Leerwerden, so eine gute Leere, die auch im Kopf entsteht. Er hat gesagt, er hat gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt, irgendwie zu telefonieren, obwohl er dieses und jenes Geschäftstelefonat und einige Sachen sind liegen geblieben. Sagt, es war einfach nur gut, hier zu sein und die sind sowas von gestärkt und freudig und ja, in einer guten Balance hier wegfahren. Und am Schluss der Woche wollten sie gar nicht mehr weg, ja, und am liebsten noch eine Woche dranhängen. Und die werden sicher wiederkommen, ja. Und das hat mir auch den Blickwinkel geöffnet. Man muss nicht krank sein, man muss nicht irgendwie spirituell sein und Heilung suchen, um in dieses Zentrum zu kommen. Es findet immer statt, was sein soll. Und niemand erwartet hier irgendwas, ihr am allerwenigsten, von den Gästen, den Menschen, die den Weg hierher finden. Und ja, mal schauen, ich werde das jetzt irgendwie auf die Website mit aufnehmen, dass das auch klar, einfach klar wird, dass hier jeder herkommen kann, egal was ist, und jeder vollkommen seine Ruhe haben kann, ja. Nichts tun muss, nichts erwartet wird, keine Erwartungen an sich selber haben muss. Einfach kommen und zur Ruhe kommen.